Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Shansen und wir spielen jetzt weiter Asgard Wrath. Und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich hier mitten in der Wüste. Das sieht ziemlich cool aus. Das sieht eigentlich ziemlich, alles ziemlich cool aus. Mal schauen, wo wir hin sollen. Also die Wüste ist ziemlich groß. Da sieht es aus wie sonst was. Wir gehen zum Auge. Der zeigt uns ja mal eigentlich immer den Weg. Und ich habe mir jetzt die Axt hier hinten hingetan. Huch. Okay. Achso. Das ist mein Schwert. Hier hinten ist meine Axt. Habe ich hier hinter den Kopf getan, weil das einfach praktisch da ranzukommen. Ich habe auch hier noch das andere Schwert. Und Siris. Aber lass uns erstmal gucken, dass wir mit den Sachen zurechtkommen, die wir haben. Ich muss auf jeden Fall diesen Handwerk erfinden, weil ich würde schon gerne meine Waffen verbessern. Dieses Frachtgut kommt den weiten Weg aus Kusch? Stachelige Beere. Himmelsscheibe von Nebra, okay. Lass mal ein paar Dinge einsammeln hier. 20 Stachelbeeren sollen wir besorgen. Okay, das kriegen wir hin. Was ist eine kleine Maus? Perfekt. Beeren sammeln wir ein. Kleine Quests machen wir gerne. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen, aber wir sammeln es trotzdem ein. Kann ich da hochkommen? Nee. Es knurrt doch irgendwas hier in der Wüste. Hört ihr das auch? Krass, habe ich da jetzt echt ein bisschen mein Leben verloren. Folgt der Spur aus Trümmern, machen wir gerade. Mehr oder weniger. Ja, also hier finden wir keine Bären mehr, aber hier drüben noch ein paar Bären. Durchs Feuer sollte ich nicht laufen, das wissen wir schon. Da sind die Trümmer, die sieht man ja, wie das Ganze zerstört wurde. Ich gucke trotzdem, ob wir hier noch ein paar Bären finden. Paar Grizzly-Bären. Nee, also hier finden wir, glaube ich, nichts mehr. Lass mal runter zu den nächsten Trümmern. Unendlich weit die Wüste, das ist natürlich ganz cool. Man fühlt sich hier wirklich so, als ob man hier ja, durch eine Wüste läuft, ne? Also, das ist wirklich gut gemacht. Guck mal, also wir kriegen auf jeden Fall ein paar Tränke hier. Ach, diese ganzen Waren sind jetzt wertlos. Oh. Jetzt ich. Ah, ich bin gewischt. Wieso gar nicht? Was, die fliegt einfach zu dumm rum. Okay. Was ist drin? Oh, hier habe ich ins Feuer reingelockt. Dumm. So, da unten fliege ich auf jeden Fall. Eieiei, wer ist er denn? Okay. Und das Ding ist mal relativ groß. Sollten wir vielleicht nicht angreifen. Den können wir, glaube ich, nicht so leicht besiegen. Wenn wir schon mal dabei sind, dann lass uns doch einmal beim Inventar schon mal ein paar Getränke irgendwie in unseren Gürtel packen, dass wir auf jeden Fall uns heilen können unterwegs. Okay. Gehen wir außen rum. Das war eine Truhe. Also schon ein fetter großer Gegner. Und einen Bogen habe ich noch nicht, habe nur eine Axt. Also von daher. Ist das selbst gekocht? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe gar nichts. Hier mal reingehen. Seht,
Mehr Monster. Nicht jetzt. Wir brauchen das vielleicht später noch. Oh, sag mal, die sind ein bisschen stark, kann das sein? Die sind zu stark. Da können wir noch nichts machen gegen die. Die sind ja Level 19. Die waren Level 19, ne? Nur mal so nebenbei. Ich bin Level Stufe 2. Die hat einen Totenkopf. Das, glaube ich, macht nicht so viel Sinn. Alter Schwede. Ja, man soll wahrscheinlich nicht alles erforschen, wenn man noch nicht so kräftig ist. Thymian, okay, das können wir auch für später für was benutzen. Und die teuer kaufen. Okay, das ist schon mal gut. Dann lass uns mal den Trümmer. Bereit, meine Wunder zu vollbringen. Was? Ja, wir verbringen schon deine Wunder. Hier war ja das Riesenviech, also das können wir nicht besiegen. Kurz mal hochgehen, ist ja so eine Oase da oben. Lass mal gucken. Ah, hier sollen wir aber nicht hin. Deswegen müssen wir hier oben ein bisschen längs schleichen. Denn da unten haben die ja gegen diese Riesen. Das ist ein riesen Skorpion gekämpft, ne? Der Skorpion ist da hinten. Irgendwas ist da hinten. Seht ihr das? Da kann man da oben ist auch eine Truhe. Ist die Frage, ob man da hoch kann. Jetzt bin ich jetzt zu neugierig, ne? Uns hier im Schatten links. Komm ich nicht hoch? Diese Steine strahlen eine seltsame Energie aus. Lässt mir die Haare zu Berge stehen. Hier können wir noch nichts machen, kann das sein? Hoch komme ich da nicht, okay. Hier können wir noch nichts machen. Da sind noch ein paar Bären, die sammeln wir noch schnell ein. Thymian ist da auch noch. Mal reingehen? Komm reingehen? Leider haben die nichts hier drin. Und Wert. Das nächste Zelt. Nichts wirklich Großartiges. Okay, da haben wir schon einige Bären. Mehr kann ich nicht einsammeln. Wir müssen diesen Trümmern folgen. Guck, hier oben noch was liegt. Sumenu-Schlucht. Okay. Will das jetzt nicht verschwenden. Das ist auch gut so. Genau, sind uns Topf gekommen, um Getränk zu nehmen. Das muss ja auch nicht sein. Was auch immer da brennt, hat nicht diese Trümmer erfasst. So, hier können wir direkt wieder hin beamen. Nicht schlecht. Hier kann man auch irgendwas einsammeln, ein paar Pilze. Brauner Pilz, okay. Ich höre ein Echo von Horus' Geschichte durch euch. Ich
bin neugierig. Könnt ihr meine hören? Komm ich hier aber so hoch? Kann ich da so hochkommen? Nee. Hier kann ich hochklettern, glaube ich. Oder? Oh, okay, warte mal. Schon wieder in der Höhle. Mir macht ein bisschen Angst, Höhlen, aber wir gehen trotzdem mal rein. Klippenversteck. Okay, die sehen nicht so stark aus. Er sieht nicht stark aus da. Darauf habe ich gewartet. Zweifelt niemals an mir. Was? Mir geht's gut. Ich brauche das nicht. Hey, du Affe. Ein netter Schlag. Stirb. Affe, ey. Da habe ich im Eifer des Gefechts, glaube ich, mal kurz gegen mein Mikro geballert. Habe ich es mitbekommen? Das geht gar nicht anders. So. Da geht's hoch, da ist irgendwas. Da kommen wir nicht rein. Da will ich aber rein. Ich glaube, wir essen doch hier hoch. Warte, wir sammeln jetzt mal hier ein. Und? Okay, warte mal. Machen wir gleich. Inventar. Da. Ah, verdreht. Warte mal. So, okay. Jetzt würde ich gerne mein Inventar haben. Und so. Inventar hinter mir? Nee. Ach, das ist ja beschissen, jetzt ist das hier alles verdreht, ne? Noch immer so. Ein Relikt. Waffen, nur Wasserschaden, Rüstung, leichter Gehörschutz, Erschöpfung verringert die Gewichtsschwelle. Oh. Haben wir jetzt zugepackt auf die Waffe. Das heißt, wir haben plus Wasserschaden, das ist natürlich nicht schlecht. Gut. Schon ein bisschen was verstärkt hier, auch nicht schlecht. Okay, was geht hier weiter? Jetzt hoch. Da ist auch eine Leiter, wir können auch da hochkommen. Shit. Hab ich gerade eben natürlich nicht gesehen. Müssen wir eigentlich nochmal machen, ne?
Ärgert man sich nur. Ja. Muss er schnell wieder rüber zur Leiter? Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht stecken bleibe. Treibsand macht keine Gefangenen. Ja, stimmt. Muss nur aufpassen, dass du nicht stecken bleibst. Hier. Was ist das hier? Eine Skulptur, ne? Okay. Einfach nur eine Skulptur, eine einfache Skulptur. Mal, vielleicht da hoch? Jetzt gehen wir hier hoch. Da kraxeln wir kurz hoch. Warte mal. Das bringt irgendwas. Da bin ich jetzt mal kurz runter. Horus trauert um seinen Vater, der von Seth getötet wurde. Er sieht Sekhmet und Sobek nur als Trittsteine, die zu seinem Thron führen. Ach, das ist die, mit der wir reden wollten, okay. Wollt ihr einfach an mir vorbeilaufen? Der Kampf um das Universum geht weiter. Aber ihr seid nicht allein. Hier, benutzt das, um ein Abbild eurer selbst über die dimensionale Kluft zu... Huch. Wo andere, die ich angeworben habe, es sehen können. Vielleicht erinnert uns der Anblick anderer Wächter daran, dass wir alle diesen Kampf kämpfen. Sind sie weg. Nun gut. Klick und haltet L gedrückt, um auf euer Gürtelmenü zuzugreifen. Ja, los. Habe ich. Und dann? Habe ich. Halte B gedrückt. Ach, jetzt kann ich ihn irgendwo hier hinstellen. Das ist ganz komisch, also so ein komisches Menü. Den hier durchhalten. Und jetzt kann ich ihn da drüben hinstellen zum Beispiel. Nochmal, okay, nochmal. Ganz leicht. Zeigt auf euren kosmischen Projektor. Angesendet. Okay, keine Ahnung, was es soll, aber. Ach Gott, das ist verschiedene Avatare, okay. Wir haben uns auch so ein Viech gesendet, okay. Weiter geht's. Oh, hier gibt's auch was. Perfekt. Die sind hier überall in der Gegend. Oh, oh. Oh, wie komme ich raus? Treibsand hier. Ach, guck mal. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht gleich wegsackt. Trompete von Bs. Okay, ein Bier. Entschuldigung. Was in Ras Namen ist das?
So überwinde ich nun eure steinige Verteidigung. Ja, das Horn hat funktioniert. Okay, gut, dass wir das Horn hatten. Hätten wir es jetzt nicht gehabt, wäre es wahrscheinlich uns geschehen gewesen. Mein Gott, was hier alles passiert in dem Spiel. Verrückt. Petakelt einst ist der oberste Gottheit. Er und seine Gemahlin Bastet herrschten lange vor seiner alten Hauptstadt aus über Ägypten, bis ihre Beziehung zerbrach. Okay, vielleicht treffen wir den Petar jetzt ja mal. Wie alle Götter kümmert sich auch Horus nur um göttliche Angelegenheiten. Um den Kampf zwischen Göttern. Nicht um die Sterblichen, die sie zertrampeln. Nicht um ihre Familien. Siege. Oh, komm einfach mal killen, so eine kleine Ziege. Getroffen hatte. Shit. Da sind gleich schon Getränke hier. Oh, shit. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Bin ich wohl nicht. Das war behindert. Okay. Komm, ich schnappe uns nochmal. Ihr seid noch nicht mit mir fertig, oder? Nein. Hier drin, ey. Kleine mal gucken. Wir langsam mal genug von den scheiß Bären haben eigentlich, ne? Aber haben wir nicht. Gleich wieder raus hier. Ausdauer dran, okay. Scheiß Vogel, Hummel. Ja, nochmal hier rein. Lustige Idee, die auftauchen zu lassen, aber reizt mich jetzt auch nicht. So. Während Horus seine Wunden leckte, tötete Sekhmet blindwütig meinen Vater. Aber Horus will sich nicht für alle Väter rächen. Nur für seinen eigenen. Perfekt. Da gibt's auf jeden Fall nochmal. Ein bisschen, obwohl die haben gefolgt, ne? Näher am Rauch. Möge er nicht meine einzige Hoffnung auf einen Schatz verbrennen. Mehr kann ich nicht kriegen, ne? Ne, hab ich gedacht. Aber irgendwie finde ich hier gar keine. Ich dachte, ich finde hier jetzt noch. Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los, was denn? Ihr mögt mich für verbittert halten, weil ich gegen die Götter bin. Okay. Ihr seid einer von ihnen. Könnt ihr mir sagen, ob ich falsch liege? Möchte ich zurück? Das sieht immer heiß aus. Guck mal hier. Macht euch bereit. Stufe 3. Spürt ihr das, meine göttliche Begleitung? Mehr ist hier nicht. Okay. Kommen wir aber nicht einfach so hoch. Aber wir kommen hier hoch. Hoch. Da. Ah, okay. Gut, gut. Das für später auf. Ich will das jetzt nicht verschwenden. Der nächste Hieb wird härter treffen. Penner. Noch nicht erledigt. Penner, ey. Gut, gut. Geht immer weiter. Hm. Also ein paar Beeren, die wir pflücken können. Das machen wir nochmal. Ich muss alleine zurechtkommen. Mit dem Schwert meines Vaters. Hätte er es nur benutzt. Merkt euch, was ihr sagen wolltet. Nicht jetzt. Wir brauchen das vielleicht später noch. Bitte, fahrt fort. Ich muss alleine zurechtkommen. Mit dem Schwert meine... Muss ich aufpassen, dass man hier nicht in die Luft fliegt. Ach, geht nicht, okay. So, hier runter. So geht's auch.
Okay, wir müssen da hoch. Ach, scheiße, da unten noch ein Nettennest. Das hatte ich nicht gesehen. Verdammte Axt. Etwas peinlich. Oh, nein, es hat doch ein bisschen. Den Hornissen sind da drin. Hier, welche? Ach, das gibt's gar nicht. Wir brauchen ja noch ein paar. Ich brauche das nicht. Haben wir 10 geschafft. Und wir mehr raus. Verdammt, das ist so. Mann, wie viele Viecher sind denn da? Nervt doch langsam. Mach mal ab vor denen. Bin ja nicht alle hinterher, ne? Nö. Okay. War ein bisschen viele. Da sind noch welche. Ich bete zu keinem Gott. Dieses sterbliche Gefäß hat ganz allein herausgefunden, dass die Sonnenscheibe zu Sekhmet führt. Hier ist die Krone. Okay. Viech. Ja, 20 Stück geschafft. Die haben wir auch geschafft. Gut. So, ist noch ein langer Weg durch die Wüste. Aber ich glaube, für heute machen wir Schluss mit der Wüste. Ich muss ja auch mich ein bisschen schonen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.